So, willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar habe ich mir hier ein Spiel gekauft. Das ist auch schon ein bisschen her. Ein, zwei Wochen. Ich habe es seither noch nur mal kurz angespielt. Das Spiel heißt Darkout. Wo habe ich dann das gekauft? Direkt über Steam? Ja, ich glaube direkt über Steam. Auf jeden Fall habe ich es auf Steam. Und das wollte ich jetzt mal ein bisschen, zeigen, anzocken, mal gucken, was das so kann. Genau. Dann gehen wir einfach mal hier im Menü auf Charaktererstellung. Da create mal einfach mal ein. Name natürlich hier Firehawk. Okay, was können wir denn hier noch alles einstellen? Suit Color. Okay, das da rechts sind dann wahrscheinlich wir. Ah, okay. Das kann ich hier einfach hier unten auch so die Pfeile einstellen, die Suit Color. Blue, Pink, Green, Orange, Purple, Red, Yellow, Black, Black, White, Blue. Okay, sind wir wieder am Anfang. Ich nehme einfach mal Grün. Male, Female. Okay, der sieht irgendwie... Da sieht das doch besser aus. Ich bleib einfach bei Female, also der Typ da gerade, der ist ein bisschen, naja, egal. Was haben wir denn hier? Normal, also Difficulty... Oh shit. Ist gerade fast meine Boxen umgeschmissen. Upsa. Nichts passiert zum Glück. Difficulty Level, Normal, Builder und oder Easy. Builder ist wahrscheinlich... Da kann mir nicht allzu viel passieren. Easy... Bilder ist wahrscheinlich sowas wie Creative in Minecraft. Egal, ich bleib einfach mal auf Normal. Characters mit... Oh! Nein, jetzt habe ich... Ach nee, jetzt habe ich das Ganze wieder abgebrochen. Egal, so viel gibt's da nicht einzustellen. Jetzt habe ich hier so ein komisches Dingens als... Was ist das denn? Oh, jetzt setzt Musik ein. Okay, Create Character. World Menu. Create. Name. Wie nennen wir die denn? Ich habe keine Ahnung. Genau, ich nenne die einfach. Ich habe keine Ahnung. Welt. So. Small, Medium, Large. Ich stelle einfach mal auf Medium. Random World. Genau, Create World. Loading World. This may take a minute. Gut, dann ich hoffe, es braucht nicht wirklich eine Minute. Ah, nee, jetzt scheint hier irgendwas zu tun oder auch nicht. Ah, doch. You wake up groggy and disorientated, wondering where you are and what happened. TDM is operating at full power. No wave present in current location. Offline mode activated. Will synchronize with PDM logs in proximity. Interfacing with Nenomonitor device. Analyzing user and environmental conditions. Unlocking applicable research and craft options. Assessing. Entering survival mode. Further calibration. Okay, ich wollte jetzt ja eigentlich warten, bis die mal aufhört zu labern, aber das ist ja dauert ja ewig. Das mache ich jetzt einfach mal nicht. Das ist eh nur so eine. Naja, ist ja egal. Naja, was soll's. Okay, ja, wie man hier sieht, das Spiel. Erinnert durchaus an ein Spiel, und zwar an Terraria. Das ist auch ungefähr sowas wie Terraria. Nur in anderer Grafik und anderer Steuerung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber so an sich vom Spielprinzip her ist es nichts anderes. Okay. Genau, your wits kick in as you sense night will fall soon. Quickly recover what you can from the wreckage. E interacts with items. Okay, also... Wie man sieht, wir sind hier anscheinend auf einem Planeten gelandet, abgestürzt mit unserem Raumschiff. Ich habe jetzt hier, das ist unser Wrack. Da brennt es auch ein bisschen, wenn ich sage, oh,
Ich wollte gerade sagen, wenn ich da reingehe, werde ich wahrscheinlich Schaden bekommen. Habe ich auch. genau. E zum Interagieren mit Items. Das ist jetzt quasi sowas wie eine Kiste, ne? Das ist halt unser Raumschiff, da haben wir verschiedene Sachen drin. Ein Combinator. The most valuable we ever have. The Combinator will... The Breakdown. Okay. Das scheint mir sowas wie ein, so ein bisschen wie ein Crafting Table zu sein oder so. Eine Axt. Glowtorch. Ja, sowas wie eine Fackel halt. Tool. Eine Shovel. Eine Schaufel. Lantern. Ah, eine Laterne. Okay. Die kann man wahrscheinlich auch halten. Flares. You know you want to throw it, throw it. ja, okay. Also Flares halt, ne? Fackeln, die man zum Wegwerfen hat. Pickaxe. Also eine ganz normale Spitzhacke ist bestimmt auch ganz nützlich. Weapons, eine Pistole. Okay. Glowing Bullet Cyan. Ah, das ist Pistolenmunition. Syringe Small Healing. Ja, ein kleines, eine kleine Spritze, die uns Heilung gibt. Heilt um 50%. Data Lock, Data Store, Lock, Right Click to Read. Okay, das ist einfach nur so eine Art Datei, die man zum, die man lesen kann. Mache ich jetzt mal noch nicht. Recall Device. Okay, das ist irgendwas, um den Spawnpoint zu setzen, so wie das aussieht. Und das hat auch irgendwie was damit zu tun. Keine Ahnung. Okay, wenn ich jetzt hier auf Empty klicke, dann ist das alles in meinem Inventar drin. I ist einfach Inventar. Oh, das Feuer ist fast ausgegangen. Cool. Genau. Ich habe hier unten auch wieder so eine so Quickslots. Eins ist Auto, das heißt, normalerweise bei Terraria oder so ist es ja so, dass man zum Beispiel ein Werkzeug in seine Schnellleiste hat und dann muss man das auswählen und dann kann man damit arbeiten. Hier ist es so, ich gehe einfach auf 1, das ist Auto, und dann benutzt er hier das Werkzeug, das er eben braucht, um sich das Zeug hier einfach zu die Rohstoffe zu abzuholzen, in dem Fall jetzt eben den Baum. Ich kann ja auch noch auf dem Raumschiff rumkloppen. Das geht dann kaputt und gibt mir irgendwie Research Points. Mach mal einfach mal. Oh, eine Echse. Okay, die könnte ich wahrscheinlich angreifen, die macht mir aber nichts. Also lasse ich das einfach mal. So, holzen wir einfach mal noch den Baum hier ab. Der ist groß, der bringt sich einiges an Holz, ja. Okay, also ich war schon mal kurz drin für Testzwecke, deswegen weiß ich auch, dass man hier mit diesem Auto und so, mit dem Auto benutzen und dem Raumschiff abbauen. Allerdings mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Nur eben ein bisschen Holz. Oh. Ich kann die Büsche hier... Oh, ich habe irgendwas eingesammelt. Mal schnell, also I ist Inventar, das dürfte klar sein. Was habe ich denn jetzt hier? Scrap Metal. Ah, das ist wahrscheinlich vom Raumschiff. Leather. Glass. Locks. Ein Tar Bucket. Okay. Flower. Ah, okay. Alles klar. Eigentlich will ich gar nicht den Baum hier abholzen, sondern eigentlich die Pflanze da dahinter. Aber das ist irgendwie nicht so ganz, hat nicht so ganz funktioniert. So. Genau, hier mit der Schaufel können wir noch ein bisschen was bauen. Das ist auch ganz interessant, dass das hier einfach so, in den Dreier-Teilen quasi funktioniert.
Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. So. Was ich jetzt mal schnell probieren möchte, ist diesen Crafting Table. Nee, erstmal die Waffe ausrüsten. Weil die Waffe, habe ich festgestellt, benutzt er nicht von alleine. Die muss man wirklich ausrüsten. Aha, genau. You killed your first Salamander. Ich habe jetzt hier gerade ein Problem mit Fraps. Das zeigt mir nämlich seit vorgestern die Framerate, die FPS-Zahl, die zeigt mir jetzt links unten anstatt links oben. Ich weiß jetzt auch nicht, an was das liegt, warum. Das war irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das wieder wegbekomme. Das stört halt jetzt gerade ein bisschen im Chat, weil ich den nicht so ganz lesen kann, aber es geht eigentlich. Genau, ich wollte jetzt mal das hier platzieren. Welche stand ja dran? Placeable? Yes. Und ich denke mal, dass das sowas wie ein Crafting Table ist. Aber irgendwie. Hallo? Muss ich das vielleicht in meiner Schnellleiste haben? Location unsuitable to place Combinator. Oh. Okay. Und was ist dann suitable für einen Combinator? Kann ich hier irgendwie. Nee, also Holz kann ich. Okay, das ist es gerade ein bisschen. Vielleicht soll ich mir doch mal das hier durchlesen. Genau, ist zu use. Okay. Pick it in a word, use Q. Once the escape pod is empty, salvage Autoslot. Okay, left clicking with. Ja, das wissen wir alles schon. Okay, the left bar. Okay, that is very important. Und Iluna, okay, so heißt also die Welt, auf der wir gerade sind. Okay, das ging jetzt um die Glowtorches. Ach so, vielleicht muss ich auch einfach nur ein bisschen Licht machen. Wenn du sollst das hier platzieren. Ah, okay. Ah, was ist das denn? Current Active Log. Personal Data Module activated. Your PDM is operating at full power. No wave present in current location. Offline mode activated. Will synchronize with PDM logs in proximity. Interfacing with Enigmonic device. Analyzing user and environmental conditions. Unlocking applicable okay. And craft options. Assessing. Entering survival mode. Further calibrations will unlock as situations change. Okay, also ich habe mir das immer schon hier durchgelesen. Okay, die labert einfach weiter. Da stand dran Task, place a distress beacon. Das ist dieses Dingens hier. Kann ich das? Ah, okay, das kann ich hier aufstellen. Ah, hier gibt es dann also auch sowas wie Quests. Das ist ja nice. Nein, ne? Ja, es war doch eh, um auf das Ding hier zuzugreifen, oder? Okay, egal. Sync with PDM. All future logs will be stored in PDM for reference purposes. Distress beacon currently inactive. Detecting three deteriorated distress signals in wave proximity that are interfering with potential incoming and outgoing signals. Locate and deactivate them. Report ends. Okay, task find one old broken beacon. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal rumlatschen und nochmal so ein Ding hier suchen, oder was?
Okay. Dann machen wir doch das einfach mal. Ich hätte vielleicht doch eine Small World nehmen sollen. Hoi. Oh, what the? Alter, was ist das denn? Wow. Aua, irgendwas macht mir Damage. Alter, das ist das Wasser gewesen. Scheiße, ey. Ich muss jetzt mal ganz schnell hier so ein Ding entspinnen. Jetzt habe ich's weg. Nein, da ist noch mal so ein... Scheiße, was war das denn? Kommen da auf einmal so Viecher und ich werfe meine Medipacks weg. Ich wollte die doch in meinen Quickslot tun. Per Drag and Drop. Und das Wasser hat mir auch Damage gemacht. Na super. Hey, ist das Vieh jetzt da immer noch? Ne, sieht gut aus. Nein, da hinten ist es. Oh. Puh. Okay, jetzt hier mal ganz schnell. Ich hab's wieder eingesammelt. Nein, nicht splitten. Ich will es benutzen. Hallo. Ich kann den auf jeden Fall nicht in mein... Ich kann das Zeug... Wie kann ich das denn benutzen? Hallo. Ich will es nicht splitten. Ich will es benutzen. Hallo. Ah, jetzt geht's auf einmal. Ah, okay, alles klar. Ah, das geht mir jetzt alles ein bisschen. Oh, da war schon wieder so ein Vieh. Alter. Oh. Weg hier. Ich laufe einfach mal rechts rum. Vielleicht ist das ja besser. Ich trage die olympische Fackel ins Ziel. Nicht. Ach nee, da ist... Alter, wieso... What the f... Wie soll ich da denn rüberkommen? Oh Mann. Close. So, jetzt ist das Ding wenigstens mal weg. Also Holz kann ich irgendwie nicht platzieren, habe ich schon festgestellt. Jetzt laufe ich wieder da rein. Verdammte Scheiße. Oh. Ah, eine Blume, okay. Wie soll ich da hin? Moment, ich probiere mal. Ich guck mal schnell was. Building. Resources. Okay, Building klingt gut. Ah ja. Okay, das funktioniert. Alter, wie groß ist da dieser See denn? Mal gucken, vielleicht kann ich da... Huh! Okay, das hat nicht ganz gereicht. Ey, spring doch da raus, spring da! Geh da raus! Ey, wieso? Ich komm da nicht mehr raus. Ich komm nicht raus! Ich werde hier elend absaufen oder vergiftet sein oder was weiß ich. Ich komm... Oh, vielleicht sollte ich... Ich kann ja auch nicht bulten. Oh. Nee, das war jetzt irgendwie... Jetzt komm schon! Was war das denn? Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Ja. Gut, dann, immerhin behält man seinen Scheiß. Wenn man drauf geht. Dann. Ist aber gut zu wissen, dass ich hier nicht... Wieso kann ich jetzt... Ah, jetzt. Nicht reinfallen. So. Ich konnte da nicht mehr richtig springen, ich weiß auch nicht. So, machen wir wieder ein bisschen Licht an.
ist das denn? Water, okay. Komm schon. Ist schon ganz schön dunkel hier. Warte mal, gibt's hier irgendwie sowas wie eine Map? Find one old broken beacon. All future logs will be stored in PDM for reference purposes. Ja. Distress beacon currently inactive. Detecting three deteriorated distress signals in wave proximity that are interfering with potential incoming and outgoing signals. Locate and deactivate them. Report ends. Moment mal, kann ich das denn nicht wieder weg? Scheiße, jetzt habe ich mir meinen eigenen Weg wieder zugebaut. Ich will eigentlich nur da hochkommen. Hoi. Was war das denn jetzt? Oh Mann. Ah, okay. Okay, das ist jetzt nicht gerade hier sonderlich spannend, das verstehe ich durchaus. Das ist auch nicht... ich verstehe das Ganze noch nicht so richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel gerade in einer Alpha oder in einer Beta ist oder doch schon fertig. Oh! Oh, ich habe irgendwas gefunden. Hallo? Es reagiert wieder nichts. Ich weiß auch nicht mehr so ganz, wie viel das jetzt gekostet hat. Ich glaube, ich habe es bei einem Deal gekauft. War nicht viel, ich glaube 2 Euro maximal oder so. Also das kann man für das Spiel durchaus mal ausgeben. Also ich muss jetzt sagen, so vom ersten Eindruck her, erinnert stark an Terraria. Oh, Autospeichern. Cool, das ist nice. Erinnert stark an Terraria. Ist halt mehr in der Zukunft angesiedelt. Ja, gibt's im Moment nur auf Englisch. Die Optionen sind auch noch ein bisschen eingeschränkt. Da kommt auf jeden Fall noch Content. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist, glaube ich, wirklich nur eine Beta oder ist es schon die Vollversion, aber auf jeden Fall. Ich habe vorhin bei den Sprachoptionen zum Beispiel gesehen, Coming Soon stand dran. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja, so an sich von der Grafik her ist es durchaus ganz nice anzuschauen. Also das kann man durchaus... Ich mag das mit diesem Licht und so. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Vom Spielprinzip her, ja klar, einfach Terraria, ne? War ja hier auch letztens so ein ähnliches Spiel, wie heißt das nochmal, Starbound oder so? Ja, ich glaube Starbound hieß es. Das war im Prinzip auch nichts anderes. Das war auch ziemlich cool, konnte man schon spielen. Irgendwie nebelt es da gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, so vom ersten Eindruck durchaus ein Spiel, was man, wenn man da darauf Bock hat, mal spielen kann, sich geben kann. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch weiter aufnehme. Ich werde, denke ich mal, schon noch ein bisschen spielen.
noch ein bisschen weiter erkunden, weil ich habe jetzt hier gerade, allzu viel habe ich jetzt da wirklich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen Kohle gemeint noch. Das war das Zeug hier, was hier rumlag. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken und ich denke mal, ich werde da schon noch mal ein bisschen davon aufnehmen und da ein bisschen mehr davon zeigen. Ich weiß nur noch nicht so genau, ob ich jetzt wirklich komplett den ganzen Prozess hier aufnehme, wie ich alles erkunde. Das ist zwar meistens am coolsten, aber so wie es hier gerade ist, boah, das dauert dann ewig. Weil hier steht einfach nur, man sieht ja, ich habe hier All Quests auch, future das finde ich logs auch will be ziemlich stored in nice. PDM Das for fehlt reference vielleicht bei purposes. Terraria noch so ein bisschen. Distress beacon. Oh, und Achievement gibt es auch. Harvesting, Level 1. Okay, da gibt es auch irgend so ein Level-System, das ist interessant. Mining, das ist das, was ich schon alles gefunden habe und getötet habe und. Okay. Ah, ja, das ist auf jeden Fall durchaus, da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da vom ganzen Prozess, weil das ist ja jetzt schon nicht, ich bin jetzt quasi überhaupt zu nichts gekommen. Gut, so ist das am Anfang. Wer weiß, vielleicht wird es ja besser. Auf jeden Fall, es werden noch Folgen kommen, nicht täglich, denke ich, so wie ich halt Lust habe. Ja, und dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir eine Bewertung. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Ah. Wenn man die Wand hier hinten wegschlägt, dann wird's heller. Naja, egal. wie gesagt, gibt noch viel zu entdecken. Ja, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge von Dark Out. Und ja, bis dann. Tschüss.